Hey, Ladies und Gentlemen, Boys and Girls, was geht ab, wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's allen gut soweit. Ich hoffe, ihr habt die Woche bis dato wirklich gute bestanden. Ich wünsche euch einen wunderschönen Freitag, ein wunderschönes Wochenende. Genießt es, habt Spaß und bleibt gesund, denn das, wie ihr wisst, ist nach wie vor die Hauptsache. Ganz spontan, ich habe gar nichts mitbekommen von dem Song, hat Raff und Bones was zusammen rausgebracht. Blaues Licht, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf. 3 Minuten 8, Freunde, like, can, support us, come out. By the way, Like-Dislike-Verhältnis unglaublich gut produziert. Ist das Ganze wieder mal von The Greats, The Royals und Shao Casado hat das Ding gedreht. Ich bin sehr gespannt, Freunde. Wenn euch das Video gefällt, abonniert, wenn es euch gefällt, supportet mich auf jeden Fall. Würde mich mega, mega freuen. Wir starten direkt rein. So, wir müssen nur auf vergangene Songs der beiden schauen, wie zum Beispiel Palmos Plastik, Ohne mein Team, Risiko und so weiter und so fort. Ne? Ihr kennt die alle. Dann können wir davon ausgehen, dass Blaues Licht daran anknüpft. Es hat auf jeden Fall Hitpotenzial, ohne davor irgendwie was gehört zu haben. Raff und Bones, Blaues Licht, 3 Minuten 8. Abfahrt. Aber ich brauch mal wieder so einen Hit. Wisst ihr, was ich meine? Ich brauch mal wieder so einen Hit. Wo ich im Sommer pumpen kann, so. Nein. Ich revidiere meine Aussage. Es wird ein Hit. Es kann nicht sein, dass es ein Hit wird. Es wird ein Hit. Wir haben das Sample hier von... Blue heißt der Song, Blue, Double, Die, Double, Die, Eiffel 56, 65, 60, 50, Eiffel irgendwas, ne, kennt jeder, hat jeder schon mal im Radio gehört. Ich frag mich, wie das mit dem Sample hingehauen hat. Oh, das wird gut, Digga, das wird gut. Ich bin gehypt. Ich frag mich jetzt, ich kenne das Original nicht so gut, dass ich jetzt sagen kann, ist eingespielt oder wirklich rausgesampelt so. Heutzutage ist es halt nur so, es ist schwer, solche Sachen geklärt zu bekommen, gerade auch die Rechte für diese Samples und so weiter. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, gerade auch wenn du sagst, okay, ich sample das nicht raus, ich spiele das nach, gar kein Problem, kannst du machen. Aber du kannst teilweise heute auch gefickt dafür werden, wenn ein Sample sich nachgespielt dem Original ähnelt, so, also wenn es die gleichen Vibes hat, kann es schon sein, dass du dafür einfach hops genommen wirst und wirklich 90-95% davon abdrücken musst. Zum bestes Beispiel ist zum Beispiel Juice WRLD hat bei irgendeinem ganz, ganz großen Song ein Sample von Sting benutzt. Sting? Doch ja, Sting war's und hat irgendwie 80-90% der Einnahmen abgeben müssen, so. Nur mal, also, ich bin sehr gespannt, jetzt muss es ein Hit werden. Gazo, Maxwell, alle am Start. Ganz kurz mal, ich sehe mich schon im Auto das Ding pumpen. Ich sehe mich schon da. Ich sag euch, wie es ist. Ich sehe mich da. Blaues Licht in der Mauni RS. Wir waren zu laut und zu schnell. Hauptsache niemand verletzt. Blaues Licht in der Mauni. Ey, es ist einfach. Guck mal, ganz kurz, gell? Gazo. Bin gerade ich so, aber ich muss mich noch so ein bisschen mehr beherrschen, so, aber ich freue mich gerade so wie Gazo. Raff ist wieder da, Bro. Raff ist wieder da. Geil, Bro, Gazo auch am Start. Doch niemand verletzt, zum blaues Licht in der Mauli RS. Zeig ab zu rechts, ja, mein Raumschiff entdeckt. Mach ihn zu mir, GG. Okay, wir haben quasi so einen kleinen Anteaser, der Hook bekommen, könnte so die Hook sein von Raff, aber wir starten erstmal mit dem Part rein. Ich erwarte eine sehr eingängige Ohrwurm-Hook. Davon leben die Songs. Davon leben genau diese Songs. Unter Palminus Plastik, nie ohne mein Team. Für mich kein Risiko. Ba, 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 ba. Jede Hook hat sowas ganz, 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 ganz Catchiges gehabt. So. Das erwarte ich hier auch. Mach ihn zu mir, GG. Bin Kapitän einer City. Scheiß Puppen. Bin Kapitän einer City. Wie GG. Auch diese Betonung jedes Mal. Scheiß Puppen, mein Clip, wenn sie sich Finger geben. Wie E.T. All diese Alben, Bruder, Mist. Was? Was hast du so? Wie E.T.? E.T. All diese Alben. Ach, weil die Mädels machen es auch gerade. Er meint, E.T. fällt mir auch nur E.T. der Außerirdische ein. Der hat auch mit seinem Finger immer so wie die beiden Mädels es hier gemacht. Cool, Digga. Ich Finger geben wie E.T. All diese Alben, Bruder, Mist, geht flop. War ein Jahr weg, Bruder, Wien war top. Mach Geld aus nix.
finde es immer so nice, so, ah, so, ne, aber auch diese, wie tight Raff auf diesem Beat ist so, ne, wie tight der da drauf ist. Natürlich, wir haben hier so ein Dance-House-Ding so, was sehr, sehr typisch gerade auch für Raff ist, gerade auch für diese, nicht Hits, aber gerade so diese Drums, die relativ straightforward sind, die nicht viel Abwechslung drin haben gerade, prägt sich das halt voll schnell ein so. Finde ich nice. Was sagt er, fickt mein Kopf, ah, kann er mal schon lieb, kann er mal schon lieb, ja. Sie können bitte nur einen Clown nehmen, aber kriegen Schläge wie die Pinata. Er kommt auch so gut auf generell Autotune. Wisst ihr, was ich meine? So, es gibt Leute, bei denen hörst du einfach, die fühlen sich wohl auf Autotune. Ein Travis Scott zum Beispiel, er zum Beispiel und so weiter, UFO und so weiter und so fort. Aber es gibt teilweise auch Leute, die sich einfach zwingen müssen, so. Die prügeln sich das Autotune rein. Wisst ihr, was ich meine? So, und dann hört sich das auch nicht geil und sanft an, so. Es hört sich so. Schläge wie die Pinata. Wir haben Raumschiff wie Krater. St. Pauli bis Prater. Wir haben Frauen wie Piranha. Nani, nana, nana. Wir haben Frauen wie. Oh, Digga, wie betont. Piranha. Wie Piranha. Auch dieses. Wir haben Raumschiff. Ba, ba, ba. Ba, 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 ba. Ist so gut. Auch melodisch so gut gewählt. Frauen wie Piranha. Nani, nana, nana. Oh, Saphir ist auch am Start. Alle sind am Start. So blaues Licht hinterm Audi RS. Wir waren zu laut und zu schnell. Hauptsache niemand verlässt. Ey, es kann mir keiner sagen, dass das kein Hit wird. Kann mir niemand sagen. Digga. Guck mal, wie geil die Hook schon ins Ohr geht so. So blaues Licht hinterm Audi RS. Wir waren zu laut und zu schnell. Hauptsache niemand verlässt. So blaues Licht hinterm Audi RS. Und die Polizei glaubt zu Recht, sie haben ein Raumschiff entdeckt. Auch wo er mit der Melodie im zweiten Part quasi hochgeht. Und die Polizei glaubt zu Recht, sie haben ein Raumschiff entdeckt. Super nice. Digga, es wird, wenn nichts auf dem Farid-Album ist, deshalb wirklich auch super stark ist, wird das auf die 1 gehen. Ich sag euch, wie es ist. Raumschiff entdeckt. Let's go, Bones. Alex auch am Start. Zu Hause im Weltall stellt sich T-Rex jetzt auf ein Thema. Ich treibe mein Geld ein, schenk ihr paar Titten und fix sie in Vegas. Guck mal, das, was ich jetzt sage, so, soll überhaupt nicht falsch rüberkommen, aber ich habe mir das schon sehr, sehr oft gedacht. Wenn du Bones, egal, Bones, Alex, Max, Saphir und so weiter und so fort, auf gerade auch Bones vielleicht so, der ein bisschen raussticht so, der halt wirklich sehr, sehr aktiv jetzt gerade auch wieder auf Instagram ist, du denkst, du siehst, boah, hier Drogen, Alkohol, hier Drogen und so weiter, Party hier und so weiter. Erstmal, nimmt keine Drogen, raucht nicht, bitte. Das ist es einfach nicht wert so. Aber er verherrlicht es nicht, aber er macht es schon sehr, sehr freizügig und er zeigt es sehr, sehr offen. Aber trotzdem ist musikalisch bei den Jungs alles on point. Aber alles on point. Die machen da keinen Fehler, Dicker. Die sind so gut. Was auch Props an die ist, so, ne? Wie gesagt, ich wollte nie was Falsches sagen, ist mir nur aufgefallen. Jetzt sich T-Rex sitzt auf dem Thema. Ich treibe mein Geld ein. Schenk ihr paar Titten und fix sie in Vegas. Immer wach, nie müde. Immer weg, nie da. Hab die Attitüde eines Wrestling-Stars. Nice. Hab die Attitüde eines Wrestling-Stars. Auch diese kurze Pause, immer diese ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Ist nice. Ganz kurz zum Beat. Kick, normales Two-Step-Pattern, dazu ist so eine kleine Rim halt, die halt wirklich dieses Bam, 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 ne, die ganze Zeit nach voran treibt, so in der Hook auch so high jetzt relativ stark links, rechts gepannt, so, um den Song halt noch mehr anzutreiben, nice. Eines Wrestling-Stars. Nice. Nun aber heute, da ganz oben wie Spock, und während ich mich vorstelle, ist Schwanz lutschen, Mädchen, Handgranaten und Glocks. Handgranaten und Glocks, wie smooth sich das anhört. Wir haben auch eine Harmonie, also wir haben eine, die Main in der Mitte, aber auch so eine Harmonie außen. Und es hört sich auch bei Bones, weiß ich es auf jeden Fall, bei Raff ist glaube ich auch so gemacht worden, dass man quasi die Vocal einmal genommen hat und dann erstmal auf Melodyne gezogen hat oder in Melodyne gezogen hat oder generell ein Programm, was halt quasi Töne angleichen kann, und hat man das erstmal gerade gezogen, sodass es passt. So dass die Vocal schon mal tonlagenmäßig sitzt und dann Autotune draufgeklatscht. Da, der Effekt ist halt viel besser, weil
die Vocal wirklich sicher, safe dann drin sitzt und nicht wie bei Autotune safe so krass hin und her springt so. Weil das Autotune viel einfacher hat, diese Noten quasi zu kriegen. So blaues Licht hinterm Audi RS, wir waren zu laut und zu schnell, Hauptsache niemand verlässt. So blaues Licht hinterm Audi RS und Polizei glaubt zu rechts, ja mein Raumschiff entdeckt. Und Polizei glaubt zu rechts, Bruder, feier. So blaues Licht hinterm Audi RS, wir waren zu laut und zu schnell, Hauptsache niemand verlässt. So blaues Licht hinterm Audi RS und Polizei glaubt zu rechts, ja mein Raumschiff entdeckt. Stark. Was ist da hinten? Was ist denn das, Digga? Was ist denn das für eine Steuertrickserei? Nein, Spaß. Kennt ihr die eine Sprachnachricht, wo Jesus Mois gesendet hat? Ich hab gehört, du wohnst jetzt in Belgien und so weiter. Was ist das für eine Steuertrickserei, Mann? Nein, Spaß. Ey, was ist für eine Andeutung, der Dinosaurier? Einfach stark, was soll ich sagen? Einfach... Hit, fertig, aus. Das war Bones und Raff, blaues Licht. Ich küsse euer Herz. Schreibt mir gerne eure Meinung zum Song in die Kommentare. Peace.